Jetzt fragen sich sicher einige, was ist denn das für eine Fahrstuhlmusik da im Hintergrund? Keine Panik. Das ist nicht der Fahrstuhl des Grauens. Das ist einfach nur ein bisschen Untermalung zum heutigen Podcast. Gerade kurz nach 12. 2. April 2021. Und ich sitze hier am Fenster, schau raus, es ist wunderschönes Wetter. Hab gerade ein bisschen Zeit und dachte mir, ich probiere mal ein bisschen was aus. Setz mich vors Mikrofon und erzähl euch ein bisschen was. Tja, gestern war der 1. April, ne? Wer ist alles drauf reingefallen? Hand hoch. Ihr seht's jetzt nicht, aber ich habe meine auch gehoben. Ich bin auch drauf reingefallen. Ich glaube, dieses Jahr hat keiner irgendwie mit dem 1. April gerechnet. Denn das vergangene Jahr war eigentlich schon ein April-Scherz. Ja. Naja, was haben wir heute vor? Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Thorsten Bose. Ich hatte letztes Jahr den Meisterler-Podcast gestartet. Und ich glaube, die letzte Folge könnte jetzt schon fast genau ein Jahr her sein. Ich glaube, Mai 2020 kam die letzte Folge dann raus. Das war das Outro zu meinem Podcast. Der war damals ein bisschen geskriptet. Ich habe da einige Themen besprochen im Jackie Chan Extended Universe, so wie ich es genannt habe. Rund um Jackie Chan und seine Filme, seine Musik, sein Leben, seine Charity und so weiter und so fort. Und es war für mich das erste Mal vor dem Mikrofon. Es war für mich ein ganz neues Medium und es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und seitdem bin ich auch am Überlegen, ja, ob ich weitermachen soll. Es kam danach tatsächlich einiges dazwischen, also privat und beruflich hat sich bei mir einiges geändert, was das so ein bisschen in die Länge gezogen hatte. Aber ich hatte auch gesundheitliche Probleme. Und zwar letztes Jahr im Sommer bekam ich so eine Art Stimmbandzerrung. Den genauen Ausdruck kenne ich gar nicht mehr, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall musste ich tatsächlich für 10 Tage mindestens die Schnauze halten und das war schon sehr heftig. Also es gab Tage, da war die Stimme gar nicht mehr vorhanden und mein Hals war so geschwollen, dass es tatsächlich auch wehtat und ich Antibiotika bekommen musste. Also wo das dran lag, ist gar nicht so bekannt. Ein Allergologe meinte, es könnte eine allergische Reaktion gewesen sein, keine Ahnung. Corona war es nicht, nee. Es ging danach ein bisschen besser, nach, ich glaube, 2 Cortisonspritzen, das ist schon heftig, also, naja, aber ich habe mir dann halt auch gedacht, weil es halt, ja, die Stimme so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen hat, soll ich den Podcast nochmal neu aufleben lassen oder warte ich erstmal noch ab, wie sich das alles so regeneriert? Ja, und aus dem Warten ist dann tatsächlich Herbst-Winter 2020 geworden. Und andere Projekte hatten dann tatsächlich Vorrang. Und jetzt haben wir schon April 2021 und ich sitze hier, wie gesagt, am Fenster, schau raus, wunderbares Wetter und versuche, meine Stimme trotz Reden zu schonen. Aber ich denke, das gelingt mir heute ganz gut. Ja, wie sieht's aus für die Zukunft? Also wird es da nochmal einen Podcast geben rund um das Thema Jackie Chan? Ja und nein. Also das ist bei mir immer so ein Hin und Her. Ich versuche da immer eine Lösung zu finden, aber das alles unter einen Hut zu bringen mit meiner Schreiberei und dem Beruf beziehungsweise auch dem Privatleben, das ist im Moment, und der Moment zieht sich leider schon seit einem Jahr anderthalb, nicht so einfach. Deswegen versuche ich mich aus gewissen Projekten immer mehr zurückzuziehen und mein eigenes Ding zu machen. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein Podcast in Zukunft auch für euch, für die Jackie Chan-Fans, zumindest im deutschsprachigen Raum, interessanter sein könnte. Es ist halt was Persönlicheres, ne? Ich weiß ja, wie es mir selbst geht. Ich lese ja auch nicht gern irgendwie Dutzende Artikel im Internet durch, auf dem Handy oder markiere mir mal was. Das ist Arbeit. Lesen ist tatsächlich Arbeit und ich will damit nicht sagen, dass ich faul bin oder dass jemand faul sei, der jetzt nicht gerne liest, sondern es ist halt Arbeit. Und der Alltag ist stressig genug, dann möchte man sich abends nicht noch hinsetzen und auch wenn es um das eigene Hobby geht, irgendwie 2 Stunden einen Artikel lesen und
sich mit Daten und Informationen füttern lassen. Also ich kann es sehr gut nachvollziehen. Deswegen denke ich mir, so eine persönlichere Richtung, auch wenn ich manchmal den Faden verliere, wie ihr vielleicht mitbekommt, seht es mir nach, ich bin es noch nicht so gewohnt, vor der Kamera zu sitzen, hätte ich jetzt fast gesagt, vor dem Mikrofon zu sitzen und ins Leere zu blicken. Ich habe zwar hier so ein paar Notizen gemacht, aber ja, von Zeit zu Zeit schweife ich da gerne mal ab. Aber ich denke, so ein authentischer Podcast ist auch genau dafür da, oder? Also schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ob ihr sagt, nee, Thorsten, geht gar nicht. Also macht ihr da mal ein Skript, so wie es letztes Jahr war. Das kann man sich ja nicht anhören. Oder sagt ihr, du, das ist wie ein 1:1 Gespräch, ein Face-to-Face Gespräch und kann ich absolut nachvollziehen. Das ist gar kein Problem. Ich weiß ja nicht, wo ihr diesen Podcast jetzt hört. Also vielleicht sitzt ihr daheim auf der Couch nach dem Essen, nach dem Osternessen oder so. Keine Ahnung, wann ich den Podcast überhaupt hochlade. Oder ihr seid am Spazierengehen mit dem Hund oder macht gerade die Wäsche. Ich habe keine Ahnung. Lasst mich gerne wissen, wie hört ihr solche Formate am liebsten? Wie, wo, wann? Es ist jetzt kein Live-Format. Also ich bin jetzt nicht live gegangen, sondern zeichne das tatsächlich auf und ja. Vielleicht wird es in Zukunft auch noch ein Live-Format geben. Ich bin da seit geraumer Zeit tatsächlich was am Probieren, von der technischen Seite her. Ich bin vor ein paar Monaten erst umgezogen und deswegen habe ich hier noch nicht alles aufbauen können. Ja, ich weiß, das ist schon ein halbes Jahr her, aber auf ein gutes Studio, in Anführungszeichen Studio, semi-professionell oder Amateur eher, semi-professionell wäre übertrieben, braucht es dann auch ein bisschen Zeit und vor allem ja, finanzielle Mittel, ne? Die sind auch nicht immer so vorhanden. Nun ja, kommen wir aber mal zum Punkt. Und zwar zu meinem gestrigen Post auf Facebook und Instagram. Gestern war der 1. April. Und ich war doch sehr überrascht, dass viele drauf reingefallen sind. Oder sagen wir mal, einige drauf reingefallen sind. Denn, na gut, ich kann es auf der einen Seite auch nachvollziehen, ich selbst bin an dem Tag auch drauf reingefallen. Auf einen anderen Scherz zwar, aber es hat mich tatsächlich erwischt. Normalerweise, also ich habe den 1. April nie so auf dem Schirm. Aber ich weiß, dass da halt Leute April-Scherze machen und ich bin sowieso ein sehr kritisch denkender Mensch und dahinter hinterfragt man halt mal mehr als manch anderer oder fast alles, was manchmal auch nicht so gut ist. Aber jedenfalls, an dem Tag gestern ist es mir komplett entfallen, dass tatsächlich schon April ist und dass die Sache mit den April-Scherzen immer noch en vogue ist. Ja, trotz des verrückten Jahres, das hinter uns liegt. Da kamen ja manchmal Schlagzeilen raus, da wusste man nicht, ist jetzt schon 1. April im November oder kommt er erst noch? Deswegen hat sich das alles so ein bisschen verschoben und ich bin tatsächlich drauf reingefallen. Ich bin am Überlegen, ob ich sagen soll, auf welches Video. Es war tatsächlich ein Video, ein YouTube-Video von einer sehr ernstzunehmenden Seite. Also das war, es ging um Rechtsfragen. Also der YouTube-Kanal teilt juristische Angelegenheiten und bereitet das halt sehr professionell auf und klärt den Otto-Normalverbraucher auf, wo Fallen gestellt werden im Internet, aber auch im Real Life sozusagen. Und die haben, ich glaube, jeden Tag ein, zwei Videos hauen die raus und ich finde es einfach interessant, sich da mal auf dem Laufenden zu halten. Auch über die Corona-Politik wird da berichtet, welche Gesetze oder Vorlagen jetzt veröffentlicht werden, die eventuell nicht so mit der Verfassung konform sind. Also es wird sehr sachlich argumentiert, es ist kein Schwobler-Kanal oder sowas, ganz im Gegenteil. Deswegen, als dieses eine Video rauskam gestern, dachte ich, okay, neues Video, schaust du mal rein. Die Schlagzeile oder die Headline war so irgendwie, die Ruhetage über Ostern sind jetzt dann doch freigegeben, so irgendwie. Und ich dachte, naja, schaust dir mal eins, gibst mal so ein bisschen durch und er hatte mich für die ersten Minuten in der Falle, tatsächlich, muss ich zugestehen. Aber es kam so ein Punkt, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt zu verrückt, das kann nicht wahr sein. Ich habe auch vorher nicht die Kommentare dazu gelesen. Es waren schon hunderte Kommentare eingegangen. Ich muss dazu sagen, ich habe es morgens vor dem ersten Kaffee gesehen und da bin ich überhaupt noch nicht wach. Ich bin ein Nachtmensch und kein Morgenmensch. Alles Ausreden, ich weiß, alles Ausreden. Nee, sind nur Erklärungen, aber ich bin tatsächlich drauf reingefallen und dachte mir, verdammt, das ist richtig clever gemacht. Und der hat sich da wirklich Mühe gegeben. Vielleicht verlinke ich das noch in der
in der Description hier zu meinem YouTube-Video. Mal gucken. Auf jeden Fall dachte ich so, wie kann ich mich jetzt rächen? Nee, es war keine Racheaktion. Es war eigentlich so, wie gesagt, ich hatte es morgens gesehen und... Sorry. Das ist ein klassischer Outtake. Ich habe es morgens gesehen und dachte mir so, wie könnte ich mich rächen? Nee, eine Racheaktion war es wie gesagt nicht, sondern ich war mittags noch unterwegs und kam dann heim und dachte so, jetzt habe ich so eine Stunde für mich, bin ein bisschen am Chillen, draußen auf dem Balkon, bei Sonnenschein, was machst du? Und ich sah kurz zuvor einen Post der französischen Jackie Chan Seite, das jetzt quasi, ich zitiere jetzt sinngemäß, also nicht wortwörtlich, dass quasi Warner Brothers sich dazu entschlossen hat, Rush Hour 5 zu drehen, weil Rush Hour 4 so lange braucht. Und das fand ich, ich habe nur diesen einen Satz gelesen von dem Post und ich fand es einfach zu lustig und dachte mir, hey, ist das eigentlich eine gute Gelegenheit, da ein bisschen auf den Zug aufzuspringen und ein bisschen was zu machen. Aber ich wollte halt nicht das Rush Hour Franchise bedienen, das hat Jackie Chan Frankreich schon wunderbar gelöst. Und ich habe überlegt, was könnte man da machen? Ja, und aktuell ist ja der Zack Snyder Cut von Justice League in aller Munde. 4 Stunden und ein paar gequetschte Minuten ist er lang. Ich habe ihn selbst noch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn mir zeitnah ansehen werde, irgendwann mit Sicherheit. Aber im Moment sind mir 4 Stunden einfach too much. Aber, wie gesagt, er scheint gut zu sein, besser zu sein als die Warner Brothers Lösung. Und habe viele gute Kommentare darüber gelesen und dachte so, hey, da könntest du eigentlich auf den Zug aufspringen und dann ein bisschen was machen. Zumal Wengert groß in der Kritik ist, der neue Film mit Jackie Chan von Regisseur Stanley Tong sei ja einer der schlechtesten Jackie Chan Filme der Neuzeit. Ich äußere mich an der Stelle nicht dazu, das wird eine separate Folge werden hier im Podcast, aber ich dachte, da könnte man irgendwie was draus machen und habe mir überlegt, soll ich jetzt tatsächlich Vanguard verheizen und irgendwie sagen, dass da jetzt noch eine Extended Edition rauskommt oder so? Ich glaube, das würde einfach zu viel Öl ins Feuer gießen und die Kritiker hätten dann gefundenes Fressen. Deswegen dachte ich, nee, komm, hol ein altes Plakat, was eigentlich ja so keiner mehr kennen mag oder zumindest die wenigsten. Denn es war eigentlich ein Arbeitstitel von Der Mythos von 2005. Hongkong-Film von Regisseur Stanley Tong mit Jackie Chan in der Hauptrolle. Und ein Arbeitstitel damals lautete Titanium Rain. Damals war der Film noch in Produktion mit der Media Asia Corporation. Ist später dann umgemünzt worden für Emperor Motion Pictures. Deswegen auch der neue Titel, The Myth. Und zwischendrin oder davor hatte er sogar noch einen anderen Arbeitstitel und das war Timebreaker. Und Timebreaker soll tatsächlich, also das Skript zu Timebreaker war ein bisschen anders als das für The Myth. Denn bei Timebreaker sollte es tatsächlich mehr um das Zeitreisen gehen. Und das fand ich immer eine sehr interessante Plotline, dass Jackie in einem Science-Fiction-Film in Sachen Zeitreisen mitmacht. Ja, es ist seitdem immer so ein bisschen verwurstelt worden, aber nicht wirklich so wie, ich sag jetzt mal Interstellar oder irgendein anderer purer Science-Fiction-Film, der in dem Genre besteht. Sowas würde ich mir einfach für die Zukunft von Jackie wünschen. Naja, anderes Thema auf jeden Fall. Habe ich das Poster genommen, ich habe es irgendwo auf einer alten Festplatte gefunden, habe es ein bisschen vergrößert, ein bisschen retuschiert und hatte am Anfang tatsächlich oben stehen Zack Snyder Presents und wollte das Warner Brothers Movie Logo einfügen, damit es wirklich offensichtlich ein April-Scherz ist. Aber ich dachte mir so, nö, mach's so, als wäre es tatsächlich von den verantwortlichen Firmen jetzt ein neues Release und hau einfach Stanley Tong drauf, weil dann hast du das mit Wengert vermischt. Wengert ist immer noch in aller Munde, der neueste Film von Stanley Tong. Ich glaube, der arbeitet mittlerweile unter anderem an einer neuen City Hunter-Verfilmung. Das habe ich zumindest vor einer Weile, ist jetzt auch schon gute 2 Monate her, bei IMDb Pro gelesen. Werde ich auch nochmal dazu recherchieren. Jedenfalls
Ja, ich habe es dann geändert von Zack Snyder auf Stanley Tong und habe einen kleinen Text dazu geschrieben. Den gehen wir gleich noch durch und habe eigentlich gehofft, dass es direkt auffällt. Das scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Naja, es war ein April-Scherz. Das kann man machen. Ich meine, ich muss nicht erklären, was ein April-Scherz ist. Für den, der es nicht weiß, der sollte jetzt mal ein bisschen was recherchieren. Es geht einfach darum, dass man an dem Tag, wo es herkommt, weiß man ehrlich gesagt nicht genau. Ist mir persönlich aber auch egal. Ich glaube euch auch. An dem Tag werden halt Streiche gespielt, ne? In welcher Form auch immer. Es geht darum, mit falschen Aussagen, mit Fallen, welcher Natur auch immer, sein Gegenüber ein bisschen zu necken, ein bisschen in die Irre zu führen. Und es geht halt nur, wenn man vorab nicht sagt, dass es ein Scherz ist. Denn dann ist es keine Falle mehr. Dann hat man sich selbst in die Falle gelockt. Und ich zitiere an dieser Stelle mal einen schönen Satz, einen schönen Spruch. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Der ist immer mal in der Popkultur aufgeploppt. Von wegen, wir necken, weil wir lieben. Und genau so ist es. Ich meine, es hat jetzt keiner irgendwie dazu kommentiert, ja, du verharzt hier, Jackie Chan, kann ja nicht sein, dass du da dich so drüber lustig machst und Gerüchte verbreitest oder so. Nee, das kommt unter den Jackie Chan-Fans schon richtig an, das ist mir bewusst. Und genauso soll es auch sein. Also ich bin seit den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, ich bin sehr früh als Kind eingestiegen ins Fantum um Jackie Chan. Und wenn man so lange dabei ist, euch geht's nicht anders, dann... Ich will nicht sagen, ist es einem irgendwann mal langweilig, aber in dem letzten Jahr ist halt wirklich wenig von Jackie Chan rausgekommen. Gar kein Vorwurf, um Gottes Willen. Es war halt ein bisschen still um viele Leute da draußen. Und da sucht man sich halt als kreativer Mensch, als Fan, mal eine Abwechslung. Outtake Nummer 2, das ist meine Stimme, die mich jetzt so teilweise ein bisschen verlässt, aber wir halten durch. Ja, und dann sucht man sich als Fan so ein bisschen, ich will jetzt mal sagen, ABM, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, um an dem Tag was rauszuhauen. Ja, wir gehen jetzt einfach mal den Text durch, würde ich sagen, bevor ich hier noch länger euch auf die Folter spanne. Ich gehe jetzt mal gerade in meinen Facebook-Account rein und es ist eigentlich kein großer Text, ne? Ich muss dazu sagen, es war eine ganz spontane Aktion. Ich habe Photoshop aufgemacht, ein bisschen was reingefriemelt, habe das Ding hochgeladen, einen Text dazu geschrieben, habe geschaut, dass die Kommas stimmen und habe ihn rausgehauen. Also da war jetzt nicht irgendwie ein großes Konzept dahinter. Das war tatsächlich spontan und ich dachte einfach nur, komm, mach was. Nutz die Zeit, die du jetzt quasi so auf dem Balkon sitzt und hau was raus, trink noch einen Kaffee und dann gehst eine Runde spazieren oder so, keine Ahnung. Naja, gehen wir mal den Text durch. Ich denke, viele sind auch drauf reingefallen, weil ich am Anfang hier diese News-Überschrift gesetzt habe. Die habe ich halt ja in den letzten Jahren irgendwie so eingeführt, dass es halt klar ist, dass es eine Neuigkeit gibt im Jackie Chan Extended Universe. Sagt mir übrigens mal nochmal, wie ihr diesen Begriff findet, JCEU, Jackie Chan Extended Universe, wenn wir schon im DCEU unterwegs sind von Justice League. Würde mich mal interessieren. Ich finde es immer noch cool, aber ja, wenn es euch nicht gefällt, dann lassen wir es. Also, der Text beginnt mit: Nach dem Erfolg von Zack Snyders Director's Cut von Justice League kommt jetzt der nächste Hammer. Allein im ersten Satz dachte ich schon, schmunzeln die meisten und denken sich, ja klar, warum soll jetzt, nachdem Zack Snyder 2 Wochen einen Director's Cut rausgehauen hat, warum soll sich daran jemand ein Beispiel nehmen, um seinen eigenen Director's Cut rauszuhauen? Ich meine, es gibt jede Menge Gelegenheiten für einen Director's Cut. Also Donnie Darko gab es damals einen Director's Cut, der übrigens meiner Meinung nach schlechter ist als die geschnittene Version, also geschnitten in Anführungszeichen. Da gab es auch nicht irgendwie vorher so eine Abstimmung, ja, sollen wir oder sollen wir nicht, weil jetzt mal irgendwie DC oder Marvel oder sonst ein großes Studio nach jahrelanger Diskussion einen Director's Cut rausgeprungen hat. Naja, auf jeden Fall geht's weiter. Stanley Tong kündigte einen 4-stündigen Director's Cut des Jackie Chan Films The Myth von 2005 mit bisher unveröffentlichten Szenen, Kampfsequenzen und einem ganz neuen Subplot an. Tja, bis hierhin klingt's auf jeden Fall sehr geil und ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich würde mich freuen, wenn es so einen Director's Cut geben würde. Allerdings bräuchte ich ihn nicht von The Myth. Ich mag den Film sogar sehr.
Aber die 4 Stunden hätte ich gern von The Young Master. Oder von Dragon Lord. Oder meinetwegen auch von Fearless Hyena. Jackie hat damals jede Menge Footage gedreht, das nicht verwendet worden ist. Und die würde ich gern sehen. Naja, ich wollte es aber nicht so offensichtlich machen und zu weit in der Zeit zurückgehen. Deswegen dachte ich, komm, holen wir mal einen aus der Neuzeit. Und The Myth ergibt sich halt gerade so, ne? Aus dem Konzept, was ich eben erklärt habe. Es geht weiter im Text. Der Fokus wird hier mehr auf Zeitreisen gelegt. Erinnerungen an Bleeding Steel, Reset und so weiter ploppen auf. Jackie soll im Film wohl eine Ausbildung in transzendentalen Kräften im indischen Kloster erlangen und so die Geschichte des General Meng Yi nachhaltig verändern. Also spätestens an der Stelle dachte ich, okay, jetzt ist er komplett durchgedreht. Transzendentale Kräfte im indischen Kloster. Also könnte man ja schon meinen, das wäre rassistisch. Ist es natürlich nicht. Aber auch das ergäbe eigentlich einen super Film, oder? Naja, wir lesen mal weiter. Stanley Tong greift hierbei auf den ursprünglichen Arbeitstitel Titanium Rain zurück, weil es nach eigener Aussage den Kern des Films am besten trifft. Zudem planen er und Jackie Chan eine animierte Webserie rund um die bisher unterschätzte Figur des indischen Elefanten, der, das bestätigte mir Stanley Tong soeben per Fax, so ganz schnell, mit der modernsten Technik, in der neuen Fassung noch eine entscheidende Rolle spielen wird. Okay. Also Stanley Tong greift auf den Arbeitstitel Titanium Rain zurück. Ist eigentlich ganz cool. Würde mich persönlich freuen, wenn es irgendwie eine Neuauflage von einem alten Film geben würde, der den eigentlichen Arbeitstitel verwendet. Weil es vielleicht so angedacht war, dass der Film eine andere Handlung verfolgt. Young Master in Love anstatt Dragon Lord mit ein paar zusätzlichen Szenen könnte ein ganz neuer Film werden. Naja, aber dann die Aussage, dass die bisher unterschätzte Figur des indischen Elefanten noch eine entscheidende Rolle spielen wird. Also jetzt mal ehrlich, Jungs und Mädels. Ich meine, der Elefant war cool. Und im Making-of sieht man auch, wie Jackie mit ihm Spaß hat da an dem Fluss in Indien. Aber hat der überhaupt einen Namen? Keine Ahnung. Naja, und dass Stanley Tong mir das per Fax bestätigt, muss ich nicht extra erwähnen. Stanley Tong und ich stehen seit jeher über WhatsApp in Kontakt. Das weiß jeder. Also, da ist Fax mittlerweile nicht mehr modern. Nee, Spaß beiseite. Es geht weiter im Text. Wann Titanium Rain endlich online zum Streamen verfügbar sein wird, entscheidet die Nachfrage. Also liked und teilt diesen Beitrag, was das Zeug hält, damit wir schon bald einen moderneren Chan-Klassiker im neuen Glanz bewundern können. Tja, hier hätte am Schluss noch gefehlt Hashtag Aprilscherz oder April Fools, dann wäre es direkt klar gewesen, aber so sind tatsächlich einige drauf reingefallen. An dieser Stelle sage ich direkt mal, ich bereue nichts. Es war ein Aprilscherz. Und an dieser Stelle löse ich das Ganze mal auf. April, April. Laut den Regeln der Aprilscherz-Mafia muss man das ja so tun. Nun ja. Das war die Aktion vom 1. April 2021. Normalerweise, ich weiß gar nicht, habe ich da irgendwann mal in der Vergangenheit dran teilgenommen, an so einem April-Scherz? Ich habe keine Ahnung. Ich finde es selbst immer so ein bisschen affig. Wenn sich jemand Mühe macht in den sozialen Medien, finde ich es auf jeden Fall cool. Ich selbst bin da eher ein bisschen faul unterwegs, außer, wie gesagt, gestern. Da war es eine spontane Aktion. Ein paar Minuten war das Ding geklöppelt und hochgeladen. Und ja, wenn ihr das jetzt hört und euch immer noch unsicher wart, ob es kommt oder nicht, es wird nicht kommen. Ich fände es aber cool, wenn es jetzt doch kommen würde. Ich traue Stanley Tong vieles zu, aber das sehr wahrscheinlich nicht. So, ich würde sagen, die erste Folge des... Ich will gar nicht behaupten, es sei jetzt ein neuer Podcast oder so. Das ist einfach jetzt mal genauso eine spontane Aktion wie gestern. Ich setze mich hier hin, rede ein bisschen was, ihr hört zu, lacht, weint, hatet, hoffentlich nicht. Wer hatet, wird geblockt. Much love? Oder wie sagt man in den sozialen Medien? Keine Ahnung. Was man aber festhalten kann ist, es gibt immer mal wieder Gerüchte über Jackie Chan-Filme, die in der Vergangenheit hätten gedreht werden sollen oder dass er in Zukunft irgendwo mitspielen soll.
das ist auch verständlich. Jackie ist ein Weltstar und viele andere Stars, Regisseure, Produzenten, Drehbuchautoren und so weiter und so fort wollen auf jeden Fall mal mit ihm zusammenarbeiten. Und da gibt's halt mal irgendwie einen Drehbuchautoren, der einen Plot schreibt und versucht, über Kontakte an Jackies Büro ranzukommen und vielleicht schon ein bisschen vorprescht und in den Medien behauptet, ja, er hat hier eine coole Idee für einen Film und möchte vielleicht Shah Rukh Khan aus Indien und Jackie Chan aus China dabei haben und der Titel lautet so und so. Das Büro hat sich noch nicht dazu geäußert und wenn das die Runde macht, dann ist irgendwie das Gerücht gestreut, Jackie soll im nächsten Film mit Shah Rukh Khan an der Seite in einer indischen, chinesischen Co-Produktion spielen. Hat es alles schon gegeben. Wichtig ist hierbei, dass man die Gerüchte von der Realität so ein bisschen streut. Beziehungsweise trennt. Nicht streut, sondern trennt. Streuen tun die Gerüchteköche in der Gerüchteküche quasi die Gerüchte. Ich sag's jetzt nicht immer hintereinander. Aber als Fan, und also ich persönlich habe mir das irgendwie so zur Aufgabe gesetzt, dass ich da so ein bisschen unterscheiden will. Ich habe unendlich viele Listen, wo drin steht, dass das mal ein Gerücht war und mit einem Artikel verlinkt und hier und da und so. Und für mich persönlich ist es wichtig, da eine Unterscheidung zu treffen und das auch den Fans in Deutschland oder international irgendwie mitzuteilen, wenn es da Diskrepanzen gibt oder wenn man nicht genau weiß, wo dieses Gerücht herkommt. Ja, und es hat mir halt auch gestern wieder gezeigt, ganz generell, jetzt unabhängig von Jackie Chan, sondern ganz generell, dass in den sozialen Medien, wie soll ich das ausdrücken? Ich will jetzt nicht als Missionar hier agieren oder so, das liegt mir komplett fern. Aber es ist mir halt aufgefallen, als jemand, der selber soziale Medien benutzt, wie schnelllebig die sozialen Medien sind und wie schnell man dort Informationen im Vorbeiscrollen konsumiert und was das mit einem bewusst oder unterbewusst macht. Also man nimmt Informationen wahr, vielleicht nur eine Schlagzeile, vielleicht nur ein Bild, vielleicht nur einen Satz oder einen Bruchteil eines Satzes und man geht davon aus, dass das in Stein gemeißelt ist. Egal um welches Thema es sich handelt. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Also es ist vielleicht so ein Geben und Nehmen von der Technik an sich der sozialen Medien, weil die eben so schnelllebig sind, aber auch von den Nutzern. Also die Nutzer, es kommt ja auch immer auf das Nutzerverhalten an. Wie benutze ich Facebook? Wie benutze ich Instagram? Scroll ich einfach nur durch, weil mir langweilig ist und klicke hier mal ein paar Likes durch oder kommentiere irgendwie unter einem Post, ja, wie doof ist das denn? Ja, wie cool ist das denn? Nur weil ich den gerade haten will oder gerade supporten will oder so. Das hat mir gezeigt, dass die sozialen Medien das Potenzial haben, das eigene Denken so ein bisschen zurückzustellen. Ich versuche mich jetzt ganz vorsichtig auszudrücken, wie ihr merkt, das ist keine Kritik an jemandem oder an einem System oder an der Technik. Es ist mir halt nur aufgefallen, es geht mir manchmal selbst so, dass man mit Informationen so zugemüllt wird, dass man gar nicht mehr weiß, was jetzt eigentlich wahr ist. Und ich habe in der Vergangenheit gelernt und schon vor einigen Jahren, dass man an so einem Punkt einfach es tut wie Peter Lustig und abschaltet, da man ein bisschen Abstand zugewinnt und mal in sich reinhört und überlegt, kann das eigentlich so stimmen, was da gesagt wird, geschrieben wird, gezeigt wird? Und wenn man dann noch Zweifel hat, dann geht man selber auf die Suche. Ich meine, die Google-Rückwärtssuche hätte jetzt zum Beispiel keinen Treffer gebracht bei diesem Plakat. Es sei denn, Googles Algorithmus wäre mittlerweile so gut aufgebaut, dass er quasi das von mir reingefotoshoppte Bild von Jackie und der Director's Cut und die unten die Logos rausgefiltert hätte, sodass er quasi auf das Originalplakat von Titanium Rain gestoßen wäre. Und da hätte man gesehen, das war mein Arbeitstitel, aber Director's Cut ist nicht angedacht. Also, wie gesagt, ist gar keine Kritik, sind vielleicht nur so ein paar Tipps, den der eine oder andere mitnehmen kann, wenn mal was kommt. Einfach mal hinterfragen, egal in welchem Bereich. Und vielleicht ein bisschen selber auf die Suche gehen. Nicht unbedingt nur bei Google. Also, wie war es bei uns im LK-Sozialunterricht? Wikipedia ist keine Quelle. Ne? Also, wie gesagt, gar kein Missionieren an dieser Stelle, ist mir gestern einfach nur aufgefallen und wollte ich einfach nur mit euch teilen. Ja, wo könnte man noch drüber reden? In der Ruhe liegt die Kraft. Und genau das ist auch mein Motto jetzt fürs Wochenende, das Osterwochenende.
auch wenn die Zeiten immer noch ein bisschen kurios sind, hoffe ich, dass ihr Spaß habt am Wochenende, dass ihr ein bisschen zur Ruhe kommt, Zeit für euch habt, Zeit für Jackie habt. Vielleicht hat der ein oder andere gestern tatsächlich noch The Myth gesehen, der Mythos von 2005. Ich finde ihn gut, der hat ein paar Macken tatsächlich. Vielleicht gehe ich da in einer separaten Folge nochmal drauf ein. Schreibt mir gerne mal, wie ihr den Film findet, wie ihr den Ausdruck JCEU findet für Jackie Chan Extended Universe. Sagt mir gerne mal, wie ihr diese Folge fandet, ob es in Zukunft mehr solcher Folgen geben soll oder weniger. Wie der Ton war, wie die Fahrstuhlmusik war. Es wird in Zukunft auch andere Musik geben. Das hier war, wie gesagt, eine ganz spontane Aktion. Und nehmt es nicht so ernst. Nehmt die sozialen Medien nicht so ernst. Nehmt die Kontakte nicht so an, die Kommentare nicht so ernst. Das reale Leben ist wichtiger. Ja, dann wünsche ich euch an dieser Stelle noch ein schönes Wochenende, frohe Ostern und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao!